Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu RimWorld. Zur ja, nackten Brutalität in der Savanne. Ich muss mich ja erstmal umgewöhnen, wieder nachdem wir jetzt ein paar Folgen Dschungelcamp hatten. Ich werde das, glaube ich, die nächsten Tage ungefähr so machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber dass es immer abwechselnd eine Folge hier gibt, eine Folge im Dschungelcamp und. Ja, die letzten Tage gab es ja immer beides an einem Tag. Das werde ich aber auf Dauer nicht zeitlich hinkriegen. Aber ja, einfach mal schauen. Ziel ist es auf jeden Fall, jeden Tag ein RimWorld-Video zu haben. Manchmal gibt es zwei, aber Tendenz wird eher sein Richtung ein Video pro Tag. Das nur mal eben vorweg. So, jetzt haben wir ein Feuer. Weil wir die Boomratte erschossen haben. Ja gut. Okay, das sollte ja relativ schnell gelöscht sein. Dann müssen wir hier an die Lagerzone noch mal ran. Dass hier nämlich keine Brocken mehr rein dürfen. Die Frage ist, wo wir die Brocken sonst hinpacken. Wir haben ja hier auch noch reichlich liegen. Die können wir vielleicht auch einfach erstmal liegen lassen. Und ja, machen wir hier eine kleine. So, auf jeden Fall müssen wir oder sollten wir den wegtragen und den wegtragen. Die liegen nämlich im Weg. Ja, aber wohin? Entschuldigung, mein Gott. Ich habe eine Idee. Wir machen hier, wo es nicht so ganz viel im Weg liegt, hin und lassen da die Brocken einlagern. Und wenn ich jetzt hier alle markiere, ist das vielleicht auch halbwegs schnell wieder erledigt. Und diese können dann da reingetragen werden, wenn halt Zeit ist. Aber erstmal sollen die hier, genau. Gut, umbenennen. Wir haben einmal hier ja Neil und Lea würde gerne einziehen. Warte, ich muss mal eben meine Excel-Liste, die ich für sowas führe, umstellen. So, und dann machen wir das auch mal direkt hier. Aus Neil wird Lea und ich sage dann mal willkommen. Dann Achso, hatte ich sogar schon die Tierpflege und das Trainieren bei Lea auch eingestellt. Sehr gut. Versuchen wir alles durchzugehen. So, dann etwas, das ich noch nie benutzt habe. Hier gibt es diverses und da können wir ein, was steht da? Für Karawanen einen Sammelplatz machen. Den würde ich mal hier hinpacken. Außerdem können wir einen Ort für unsere Partys einrichten. Das würde ich mal hier machen. Ich vermute, dass das einer unserer schöneren Räume ist. Schöneren Räume. Gott, ich glaube immer noch nicht, dass ich das richtig ausgesprochen habe. So, und Hochzeiten. Tja. Wo lassen wir denn Hochzeiten stattfinden? Wenn es denn dann mal ein Raum ist in diesem Raum. Okay, mehr haben wir hier noch nicht. Habe ich denn sonst hier noch was, was ich selten bis nie benutze? Raumschiff. Raumschiff haben wir auch noch nichts. Okay, gut. Ja, also das Diverses hatte ich, ich habe es gerade schon gesagt, tatsächlich noch nie in Gebrauch gehabt. Noch was. Wildtiere. Ich sollte mir ja durchaus mal mehr zutrauen. Ich habe gedacht, die Elefanten, wenn ich mir da mal hinspringe, die sind alle nah beieinander. Wenn da einer wild wird, werden die alle wild. Deswegen lasse ich das sein. Aber das Nashorn, das knöpfen wir uns jetzt vor. Genauer gesagt, lassen wir das Kenny machen. Wo ist Kenny? Da, er legt auch schon los. Der einäugige Kenny. Das war schon mal ein guter Treffer. Muss nur auf der Hut sein. V
falls der nämlich uns angreift, müssen wir flott werden. Aber er ist schon tot in 11 Stunden. Das dürfte so ganz gefährlich. Oh. Nicht mehr werden, wollte ich sagen. So kann man sich irren. So, neben Kenny, den wir hier jetzt flitzen lassen. Sollten wir vielleicht noch mal eben ein paar weitere Schützen parat stellen. Krillo dort. Tanky ist, glaube ich, so ganz schlecht auch nicht. Das sind alles nicht so die Spezialisten hier im Fernkampf. Gucken wir nochmal Axador dazu. Und Kenny, wie gesagt, hierher. Habe ich die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich mich auf diesen wahnsinnig spannenden Kampf konzentriert habe, der eigentlich gar nicht so spannend war, aber für mich noch neu ist. Das ja. Hat auf jeden Fall funktioniert, aber ja, vielleicht hätte ich auch einfach, dass wir sein lassen sollen, ab dem Moment, wo es absehbar war, dass es nicht mehr schief gehen kann. Naja, gut. Ist jetzt zu spät. Haben wir denn sonst noch was, was wir hier jagen können? Ja. Eigentlich sogar mehrere. Jetzt ist da die Frage. Ob wir nicht das einfach mal auch von anderen machen lassen, die ihren Fernkampfskill verbessern müssten, zum Beispiel Krillo. Wir machen das einfach mal. Suchen uns dann ein paar leichte Tiere raus, zum Beispiel die Ratten. Und auch der Wüstenfuchs hat eigentlich nur 2% Wahrscheinlichkeit. Die nehmen wir auch mal dazu, genauso wie die Boomratte. Schauen wir mal, wie das endet. Ich bin durchaus neugierig. Das war ja schon mal recht simpel. Fleisch haben wir auf jeden Fall reichlich. Was uns fehlt, ist alles andere. Aber ich glaube, wir haben sogar schon die ersten Sachen hier, die wir ernten können. Dann ist nur die Frage, warum das noch niemand gemacht hat. Feldarbeit 1. Das hier ist Ernten. Würde ich doch mal bei... Ne, eigentlich auf 2 ist es doch gut. Müsste ich aber auch das Forschen auf 2 setzen. Die Boomratte erwischt, sehr schön. Gut, ja, ich wollte euch aber jetzt nicht das ganze Video nur zeigen, wie ich jage.
sondern auch noch ein paar andere Sachen. Zum einen, um das Dach hier jetzt komplett weg. Die Lampe können wir umbauen nach hier. Wahrscheinlich ist es da mal nicht ganz so schlecht. Ach stopp, ich wollte mir doch auch die Temperaturen anschauen. Ja, und zwar Temperaturen. Wir bauen eine Kühlung. Erstmal in diesen Raum und dann verbinden wir hier zwei Räume oder besser, wir verbinden noch mehr Räume mit einer Kühlung. Wir können die eigentlich alle untereinander verbinden. Und dann schauen wir mal, wie viel diese eine Kühlung schon hilft, wo wir dann die nächste hinbauen. So, was haben wir hier für Boden? Marmorfliese, okay. Die kommt dann auch hier rein. Und dort. Risikozusammenbruch für Tanky. Warum? Keine Ruhe. Habe ich denn? Ne, habe ich keine priorisierten Aufgaben. Ich bin unschuldig. Ja, Zonen überarbeiten, da war ja noch was. Diese hier verkleinern wir jetzt mal und hier soll alles rein, auch einfache Mahlzeiten. Und dann möchte ich noch gerne eine neue Zone machen, nämlich hier. Und da würde ich jetzt gerne diese Einstellungen hier reinkopieren, aber mit dem Unterschied, dass wir hier Mahlzeiten rausnehmen. Ja. Und dann müssen wir noch mal zu unseren Tierzonen. Ohne Lager. Jetzt habe ich vergessen, wie groß die Zone war. Verdammt, ist dorthin, okay. Zone. Arbeitsgebiet erweitern. So, gell? Ja, okay. Wow, wir bekommen tatsächlich Reis ins Lager. Dass ich das noch erleben darf. Auch irgendwann mal hier unser Mais fertig. Das Heu wird wahrscheinlich so gefuttert. Und auch hier unten ist es echt absehbar. Schön. Das freut mich tatsächlich sehr. Ist Krillo, den würde ich jetzt. Ach, wir haben keinen Stahl. Na, das ist ja
Ja, sehr schlecht. So, hier ist Stahl, oder? Fehler abbauen. So, wo ist noch Stahl? Hier ist jede Menge. Wie sieht's aus mit dem Bergbau? Axador macht das auf jeden Fall sehr gut. Kann das sein, dass es beim Stahl immer bei jedem Feld 40 gibt? Ne, wahrscheinlich nicht, aber ist jetzt Zufall, denke ich. Sicherlich effizienter, das erst hier weitermachen zu lassen, solange hier Stahl ist. Befehle abbauen. Sehr viel Stahl da, muss ich immer sagen. Können wir aber auch hier gebrauchen. Jetzt haben die natürlich alle keinen vernünftigen Raum im Moment, ne? So, das können wir auf 21 Grad eigentlich stehen lassen. Hier kriegen wir die Temperatur jetzt und auch hier nähern wir uns an. Ich vermute, dass es nachher darauf hinauslaufen wird, dass wir hier eine Kühlung brauchen, hier so in der Art und bei den anderen Räumen. So viel kann ich schon mal verraten. Da dürfte es eigentlich ja hier im Werk dann so sein, dass es da kühl genug ist, dass wir da gar nichts mehr machen müssen. Also hier bleibt weniger von über, obwohl nee, wir haben ja hier auch schon jede Menge Mahlzeiten wieder gekocht. Ich habe nichts gesagt. Was war das? Ach so, das war ein wilder Elefant, der jetzt daran sterben wird, dass er durch die Falle gelaufen ist. Ja, selber schuld. Was will der auch zu uns hier unser Essen klauen? Gibt wieder ein bisschen Leder und Fleisch. Sehen wir es von der guten Seite. Auch wenn der hier uns natürlich jetzt gerade alles voll blutet. Essen. Und jetzt spielt Hufeisen werfen. Okay, auch das sei dir gegönnt. Aber dann bitte oben die Lüftung weiterbauen.
Baut Wand ab, okay. Ja, sehr schön. Was passiert denn jetzt? Trägt Stahl zur Lüftung, ja, okay. Wir kriegen es tatsächlich so diesen einen Raum hier nicht mal runtergekühlt, da ist es zu warm. Okay, Kopie bauen. Dann machen wir doch mal eine hierher. Und eine hierher. Dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Ist das Dach hier entfernt? Zone. Ja, müsste eigentlich weg sein. Dann können wir nämlich das Ganze hier abreißen. Befehle abreißen. Ups. Das ist abreißen. Das andere war abbrechen. So, ich hoffe, dass hier dann die... Das Stromkabel hat keinen Befehl bekommen. Sehr gut. Krillo, wo bist du? Da. Was essen? Okay. So, aber bevor du jetzt weiter abreißt, kümmere dich bitte erstmal hier rum. Das finde ich nämlich gerade viel spannender, ob das funktioniert. Wenn wir das fertig haben, ob das mit dem Kühlen klappt. So, dann noch die Bauteile. Da geht jetzt irgendwas ersetzen. Warum wird die Ratte eigentlich nicht? Geschlachtet, weil die schon verrottend ist, oder? Ich mal denke, ach, mir fällt noch was anderes gerade ein. Ich habe hier blöderweise eingestellt, dass die beiden Elefanten mit in den Kampf ziehen. Das sollen die natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. Aber hier kann ich unseren Hunden noch was Schönes beibringen. Die drei würde ich mir auch gerne mal eben anschauen. Das ist unser Weibchen. Trächtig. Ha, das hatte ich nämlich gehofft, dass wir bald ein kleines Hündchen dazu bekommen. Er ist ein Männchen. Ich glaube, die beiden anderen sind beides Männchen. Nee, noch ein Weibchen. Auch trächtig. Ha, wie cool ist denn das? Weil so eine ganze Truppe Labradore, die sind, glaube ich, durchaus ja, praktisch. Ist das hier fertig? Nein, das auch nicht. Krillo schläft. Aber Kenny habe ich doch hier auch. Nein, wir lassen das mal. Krillo machen, wenn er gleich ausgeschlagen. Obwohl eigentlich könnten nee, wir mal lassen das Kenny machen. Er soll das Ding schon mal abreißen, Material ranbringen. Und wenn es dann ans Bauen geht. Das lassen wir lieber Krillo machen, weil der den deutlich höheren Konstruktionswert hat.
Stahl hinbringen. Bauteil hinbringen. Und dann brechen wir das ab. Und jetzt gucken wir mal nach, ob das überhaupt so ein großer Unterschied ist. Euer Krillo hat 17. Ja, das ist schon... das ist wirklich ein Unterschied. Ja, wenn du arbeiten gehst, dann kannst du auch das machen. Ich hätte gedacht, da geht es erst noch ein bisschen erholen, aber nö. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Also es scheint schon besser zu werden, wenn wir jetzt bedenken, dass natürlich wir noch eine Lüftung hierhin haben, wo wir gar keinen geschlossenen Raum haben. Können wir sicher als nächstes gleich passieren. Was brauchen wir denn da? Marmorblöcke. Wir haben jede Menge Marmorblöcke. So, genug spazieren gegangen. Den auch noch und dann kannst du machen, was du willst. So. Und wie schaut es jetzt aus? Noch besser. Grad. Jetzt ist natürlich draußen auch nicht so ganz warm, aber hier müssen wir was machen. Temperatur, Kühlung. Das ist ja nah dran. Ja, ich glaube, für die Tiere sollte das Ähnliche gelten. Ne? Auch da ist sicher das nicht gut, wenn das 33 Grad ist. Was haben die denn? Kann man nicht hier die Wohlfühltemperatur sehen? Maximale Wohlfühltemperatur 40 Grad. Okay, dann brauchen wir auch hier eine Kühlung. Vielleicht irgendwo, wo kein Feld ist. Stromkabel. Ja, Mensch. So, das legen wir dann hier hin. Und dann so. Ja, abreißen. So. Dann haben wir auch wieder eine ganze Menge Platz, wo wir auch noch was anbauen könnten. Numbers. Fähigkeiten. Pflanzen. 13. Tanky hat 13 mittlerweile. Was kann man denn Schönes mit der anbauen? Wenn wir hier oben mal noch eine Anbauzone planen, die wir dann erweitern. Nach hier. Was gibt's denn hier Schönes? Erdbeeren, Heilwurzel. Ist nicht irgendwo dieses Teufels. Achso, das muss man glaube ich mal eben schauen. Das muss man glaube ich erst erforschen, ne? Teufelsgarnpelz 800. Okay, vielleicht sollte ich mal wieder da das Forschen auf 1 stellen. Ja. Ach je, 20 Minuten war das Ziel, 30 sind es geworden. Sorry.
Wie ich das einfach niemals schaffe. Gut, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye.